Guten Morgen. Ich mache heute etwas, was ich sonst nie mache. Kaffee im Bett. Und das, was haben wir heute für einen Tag? Freitag, Donnerstag. Ich weiß es nicht. Alles klar, wir haben Freitag. Das heißt, es ist ja eigentlich quasi schon Wochenende. Nee, aber mein Tag ist heute echt ruhig und entspannt und deshalb gönne ich mir das jetzt mal. Und nochmal zum Hefezopf, okay? Ich mache ja wirklich ständig Hefezöpfe, okay? Und ihr habt es ja auch immer gesehen, der sieht immer tipptopp aus und ich hatte noch nie Probleme. Ich mache immer das gleiche Rezept, übrigens vom Thermomix. Und gestern ist er einfach komplett steinhart gewesen, innen drin wie Gummi. Hat überhaupt nicht geschmeckt, also wenn man ihn überhaupt essen konnte, weil er war wirklich steinhart und er war auch übelst schwer. Jetzt mal ohne Witz, ich habe ihn dann so einfach in einem Stück in den Mülleimer geworfen, weil den konnte man wirklich nicht essen. Und mir haben voll viele geschrieben, ja, kein Wunder, es war ja auch laut Mondkalender ganz schlecht zum Brotbacken oder so. Also ich bin schon so ein bisschen interessiert am Thema Mond und ich bin auch sehr empfindlich, was den Mond angeht. Und nein, es liegt bei mir nicht daran, dass es dann heller ist bei mir im Zimmer und man deshalb nicht schlafen kann, sondern ich habe immer Rollos bis zum Anschlag unten und stockduster bei mir. Das heißt, ich kriege das gar nicht mit, wenn Vollmond ist und trotzdem merke ich es ganz, ganz oft. Aber das mit dem Brot muss ich mir merken, weil jetzt habe ich einfach so viele Lebensmittel verschwendet. Und das nervt mich richtig und ich hätte heute Morgen wirklich Lust auf Hefezopf gehabt. Leute, ihr wisst nicht, über welche Nichtigkeit ich mich so gefreut habe gestern. Und zwar sind die Regale hier alle schon voll mit Schuhen. Und deshalb, ja, staut sich das alles hier so ein bisschen. Und dann habe ich nochmal gemessen und genauso ein Billigregal von IKEA ist es, passt nochmal hier hin. Und das habe ich gestern bestellt. Und heute ist es schon da. Ja, man mag vielleicht meinen, dass ich schwarze Schuhe mag. Oh Gott. Aber hier wird es wenigstens ein kleines bisschen farbenfroher. Ja, aber jetzt habe ich auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ich mache jetzt so einen kleinen Live-Try-on-Haul mit euch, denn ich habe einen Code für Naked. Und zwar 20% mit meinem Code Mrs. Bella 20, 48 Stunden lang. Und ich schreibe euch auch immer die Größen hin, Swipe Up, beziehungsweise diesen hässlichen Sticker. Also zuerst mal diese übel nice Hose mit den Cutouts. Die passt perfekt. Ich trage hier Größe 34. Das Einzige, was ich überlege, ist vielleicht die noch ein kleines bisschen kürzer zu schneidern. Klar, jetzt, wenn ich hohe Schuhe anhab, sitzt die halt perfekt. Aber ich würde sie auch gerne mit Sneakern kombinieren. Deshalb vielleicht so ein, zwei Zentimeter kürzer. Aber ich bin auch nur 1,60. Für viele von euch wird die wahrscheinlich passen. Dann dieses Oberteil hier. Hier trage ich Größe 36. Ich hätte aber besser 34 genommen. Das hätte, glaube ich, ein bisschen besser gepasst. Und das ist der Rückenausschnitt auch super, super schön. Also vor allem auch das so kombiniert sieht. Nach diesem Oberteil hätten mich, wenn ich den jetzt einfach so unkommentiert in meiner Story getragen hätte, so viele gefragt. Ist wirklich ein klassisches Bella-Oberteil. Und die Farbe hat mich direkt gecatcht. Plus der Stoff hat mich so positiv überrascht. Also der ist unnormal weich. Hammer. Und hier trage ich auch Größe 34. Naked-Hosen enttäuschen mich wirklich nie. Ich trage hier Größe 34. Die ist schön locker. Also ich trage auf jeden Fall einen Gürtel, damit das nochmal die Figur extra so ein bisschen hier betont. Die hat auch so eine farbige Tasche hier hinten. Sitzt mega. Ist auch cool für hohe Schuhe, weil die so ein bisschen länger ist bei mir. Und ja, also viel Spaß beim Shoppen mit meinem Code.